Warum spielen Araber kein Schach? Weil sie die Dame nur einmal schlagen dürfen. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Müsste eine lustige Steinigung werden. Wenn Oliver Pocher, der Erwachsene und die Stimme der Vernunft in der Runde gewesen ist, dann muss das eine ziemlich wilde Runde gewesen sein. Wir gucken uns heute mal an, ob dein persönlicher Humor heutzutage noch zeitgemäß ist oder nicht doch besser verboten gehört. Also, let's go. Soll es nicht unser aller Ziel als KünstlerInnen sein? Als KünstlerInnen? Als Comedians, was auch immer wir machen. Als ComediansInnen? Dass wir Orte schaffen, an denen sich vielleicht alle wohlfühlen können? Ja, viel Spaß dabei. Nein, Humor soll in erster Linie erstmal lustig sein, vielleicht noch unangenehme Wahrheiten aussprechen und natürlich darf es auch ein bisschen boshaft manchmal sein und Leute veräppeln. Und es geht nicht in erster Linie darum, dass sich alle wohl und safe fühlen, nein. Sollte Humor Grenzen haben? Wenn ihr sagt, eher ja, dann bitte auf die grüne Seite gehen. Und wenn ihr sagt, nee, wenn etwas frei ist, dann doch bitte Humor, dann bitte auf die gelbe Seite gehen. Da hört der Spaß aber auf. Ja, gute Frage. Wo hört denn der Spaß auf? Sind zum Beispiel Witze über Schwule, über Behinderte, über Ausländer oder überhaupt über Minderheiten legal? Meistens ja. Sind sie auch legal? Legal, natürlich ist das legal. Legitim? Das ist eine ganz andere Frage. Spätestens seit Böhmermann und Erdogan, seit Dieter Nuhr und Lisa Eckert, werden wir diese Diskussion ja nicht mehr los. Und natürlich erzählen wir uns heute... Erdogan und Dieter Nuhr, die beiden, die haben's. Das sind wirklich so typische Lausbuben. Auch andere Witze als vor 50 Jahren. Wenn also jemand sagt, hier ist eine Grenze überschritten, dann sollten wir schon ungefähr wissen, welche Grenze meint er oder sie eigentlich. Erstmal die Frage an euch. Wo würdet ihr euch positionieren? Team Grün? Natürlich hat Humor auch Grenzen. Oder Team Gelb? Kunst ist frei. Ich sage Team Gelb, Kunst ist frei. Mit hier und da, wenn das zu ätzend wird, dann durchaus auch Team Grün. Sollte man alles sagen dürfen. Kommt auf den Einzelfall an. Es gibt natürlich aber auch den Straftatbestand der üble Nachrede und Beleidigung und so weiter. Da bin ich schon dafür, wenn einen jetzt jemand hat, oder wenn einer jetzt jemanden hart verleumdet und Rufschädigung betreibt, und das ist absolut unrechtens, dann sollte man sich dagegen auch wehren können. Aber wenn jetzt ein Comedian auf der Bühne ist und das offensichtlich auch nicht wirklich böse meint, sondern einfach ein Comedy-Programm macht, dann sollen sich die Leute im Schnitt nicht so anstellen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 13 Fragen, hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Olli. Wie steht's denn um die deutsche Humorlandschaft? Du bist ja auch schon seit etlichen Jahren dabei. Was hat sich verändert? Deutsche Comedy ist extrem gut, extrem stark. Comedy funktioniert auf jeden Fall gut. Man sieht ja, die Leute gehen hin. Die Hallen werden oder wurden eine Zeit lang immer größer. Jetzt durch die Corona-Zeit ist es ein bisschen schwieriger geworden. Aber natürlich hat sich das Humorumfeld deutlich verändert. Aktuell fühlt sich jeder getriggert und jede Randgruppe muss jetzt Recht bekommen. Ja, hat er recht. Und das steht ihm viel besser, wenn er mal hier wie ein Erwachsener auftritt und nicht immer wie ein Kind auftritt. Das gucken wir uns noch an, ob er im Laufe der Sendung ins Kind, in den Kindskopf zurückrutscht oder ob er erwachsen bleibt. Ist ganz interessant zu beobachten. Und das ist ein bisschen schwierig für den einen oder anderen Comedian, gerade Leute, die nicht so bekannt sind oder gerade hochkommen. Die müssen aufpassen, was sie sagen. Und die, die schon länger dabei sind, müssen wissen, was sie einmal vor 24 Jahren gepostet haben oder vor 12 Jahren in einem anderen Zusammenhang gesagt haben, weil das wird gegen die verwendet. Ja, hat er recht. Wie gesagt, steht ihm viel besser so, wenn er mal ein bisschen normaler ist und den Quatsch einfach mal weglässt. Fühlst du dich unfreier? Bin sonst absolut kein Olli Pocher-Fan. Unfreier, es ist schwer zu sagen. Also es schafft ja auch ein großes Humorpotenzial, weil man ja viele Sachen ja angeblich nicht mehr so machen kann, sollte, dürfte. Aber es ist schon anders, sagen wir mal so. Man macht nicht mehr alles einfach so vorneweg. Jetzt bei jedem Satz kann man den so auslegen, dass irgendeiner sauer sein könnte und sagen könnte, aber das kannst du jetzt so aber nun wirklich nicht mehr sagen. Philipp, wie siehst du das? Also ich sehe die Entwicklung auf jeden Fall positiv, dass es sich dahin gewandelt. Ja, er gendert. Entschuldigung, Gender assumed. Ends gendert und hat lackierte Fingernägel. Was können wir da jetzt erwarten? Wieso steht der denn nicht oder Ends denn nicht auf der gelben Seite? Das ist ja sehr überraschend. Also ihr wisst schon, wo, in welche Richtung das wahrscheinlich hier gehen wird. Hat er noch hier die Regenbogenflagge? Ja, das wird also sehr freiheitlich geprägt sein, das Humorbild. Also ich sehe die Entwicklung auf jeden Fall positiv, dass es sich dahin gewandt hat, dass man überlegen sollte, was man sagt.
Klar, Sprachverbote sind generell immer extrem positiv. Trotzdem, ja, bin ich auch Fan von Diplomatie, man muss nicht immer draufhauen und so weiter. Aber gerade bei Comedy, da darf es natürlich auch gerne mal ein bisschen rotziger sein, weil sonst ist es einfach unlustig, wenn es politisch korrekt ist. Es gibt keine politisch korrekte Comedy. Es ist stinklangweilig, das ist nur lustig für unlustige Leute. Ich glaube auch nicht, dass du vielleicht bei jedem Satz überlegen musst, was du sagen kannst und darfst. Und wenn dem so ist, dann ist vielleicht das, was du sagen willst, auch einfach echt nicht richtig. Ja, da haben wir es wieder. Ne? Es gibt keine Cancel Culture. Aber gut, den einen, den haben wir hier gecancelt, aber das war ja dann zurecht. Das biegt man sich dann immer so hin auf der linksradikalen Seite, dass wenn dann einer gecancelt wird, dass das dann nicht Cancel Culture war, sondern, nee, das war ja dann auch unmöglich, was er gesagt hat. Das gehört ja zurecht gecancelt und deshalb ist es wieder keine Cancel Culture und deshalb gibt es gar keine Cancel Culture. So, jetzt hören wir mal rein, was da Freiheitliches vom Stapel gelassen wird. Also worüber ich einfach keine Witze machen wollen würde, sind Menschen aus marginalisierten Gruppen, sowieso schon von der Gesellschaft diskriminierte Gruppen und ich. Ja, damit nimmst du sie nicht ernst. Ja, mach doch Witze über Schwule und Schwarze und Frauen und was weiß ich, was es noch für neue Randgruppen heutzutage gibt. Doch, wenn du jemanden ernst nimmst, dann machst du auch mal einen Witz drüber. Über jemanden, über den man keinen Witz machen darf, den siehst du ja unter dir auf eine arrogante Art und Weise. Natürlich, ja, bisschen kann man drauf aufpassen und so weiter. Nicht vielleicht alle Klischees bedienen und so richtig so aufs Schlimmste immer eingehen. Ja, ja, das sehe ich durchaus auch. Zum Beispiel jetzt hier Sklaverei-Witze machen und so weiter. Ach, kann schwierig sein und so weiter und so fort. Man kann ja ein bisschen überlegen, wie bringe ich es jetzt rüber. Aber es kommt natürlich auch auf die Intention an. Wer ist es denn, wer das rüberbringt und mit welcher Intention? Was denkt er denn wirklich? Wenn jetzt ein Rassist rassistische Witze macht, dann hat das nicht viel mit Humor zu tun. Wenn das aber ein total positiver, guter, netter Typ macht und es ist offensichtlich einfach nur ein blöder Joke, dann sollen die Leute die Kirche mal im Dorf lassen. Ich auch nicht verstehe, wieso ich darüber Witze machen sollte. Wie siehst du das? Du sollst Witze machen, um die Leute ernst zu nehmen. Wenn du in der Gruppe bist, du machst über alle Witze und über den einen nicht, dann denkst du ja, das wäre ein Volltrottel, der es nicht handeln kann. Nimmst ihn also als Mensch nicht ernst, bestärkst und bestätigst ihm dadurch auch nicht in seinem Erwachsensein, in seiner Autonomie. Ganz verrücktes Konzept. Bin du. Also ich glaube, dass die Qualität von Witzen, die einfach sagen, keine Ahnung, Polen klauen Autos, Türken stinken nach Döner, dass das einfach total unlustig ist und bestimmte Stereotype festschreibt und weiterschreibt, die wir in der Gesellschaft ja eigentlich bekämpfen wollen. Ich persönlich... Kann auch lustig sein. Es gibt auch lustige Polen klauwitze und so weiter. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Comedy. Auf der einen Seite liebe ich es. Also wer liebt Comedy nicht, wer liebt Lachen nicht. Auf der anderen Seite wurde ich halt auch oft mit so sehr klischeehaften Witzen so gemobbt in der Kindheit. Wir reden ja auch so ein bisschen über genau das, was auch in diesen Diskussionen immer vorkommt, nämlich zum Beispiel Witze über Minderheiten, ne? Oder vermeintliche Minderheiten oder vermeintlich Diskriminierte. Vermeintlich Diskriminierte, da sagt er was. Denn wenn du keine Witze über eine bestimmte Minderheit machen darfst und das überall durch die Medien geistert, ist das dann noch eine unheimlich diskriminierte Minderheit, ja, wenn du Sprachverbote mittlerweile schon fast auferlegt bekommst. Wahrhaftig diskriminierte Minderheiten. Hast du den Eindruck, der Umgang mit Witzen, wo man so, weiß nicht genau sagt, hat sich das verändert im deutschsprachigen Raum? Definitiv. Ich meine, vor 4, 5 Jahren, ich wusste nicht mal, was Woke bedeutet. Und heute ist es ein Begriff, der mich tagtäglich begleitet. Ja. Also daher schon, ja. Meiner Meinung nach kommt die Kritik überwiegend von Leuten, die selbst nicht betroffen sind. Und ich habe die Erfahrung stark gemacht, weil ich ja so eine Videoreihe habe, wo ich zu Betroffenen gehe und denen einen Witz über sie erzähle. Also zu einem Schwarzen und erzähle einen schwarzen Witz, zu einem Albaner, erzähle einen Albanerwitz. Diese Leute lachen und wir haben dann Nicht-Betroffene, die darunter sozusagen Kritik üben. Und ja, das ist... Ja, da kannst du dich ja als der moralische Hecht aufspielen, natürlich. Ich bin der liebste und beste Mensch. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? So eine Art von Bevormundung und das ist eher problematisch, finde ich. Ja. Jetzt musst du vielleicht, also ich weiß, der Kontext ist wirklich King in dem Fall. Man muss das ganze Video sehen, damit man das Gesamte vielleicht versteht. Aber sag mal einen Beispielwitz, bitte. Dann kannst du dieses Video nicht senden, das sage ich dir jetzt schon. Versuch's. Lieber nicht. Wofür, was hast du Kritik bekommen? Vielleicht kannst du das irgendwie rausziseln. Also das Lustigste war wirklich so ein Witz, wo ich so einen Araber-Joke rausgehauen habe. Die sind nicht mal von mir. Es geht ja nicht um die Witze, es geht wirklich...
Hast du dich schon distanziert? Hast du dich schon distanziert? Um dieses Miteinander. Und der Witz war, warum spielen Araber kein Schach? Weil sie die Dame nur einmal schlagen dürfen. Ja, wer findet denn diesen Witz nicht lustig? Also jetzt wirklich. Ja, kann man, glaube ich, drüber lachen, wenn man ein bisschen Humor sich noch bewahrt hat. Und ist, es kommt natürlich auch wieder darauf an, wer den jetzt vom Stapel lässt und wie ernst er den meint und so weiter. Und ist er jetzt der große Araberhasser und Rassist? Wahrscheinlich eher nicht. Bisschen kritisch finde ich den Witz aber dahingehend, dass ja durchaus die häusliche Gewalt in einer bestimmten Region oder bestimmten Religion auf diesem Planeten, soweit ich richtig informiert bin, doch ein bisschen höher ist als im anderen Teil der Weltbevölkerung oder in anderen Religionen und Kulturen auch. Von daher kann es auch ein verwässernder Witz sein, der auf ein real existierendes Problem nicht hinweist, beziehungsweise das sogar verwässert. Wem da die Zahlen ganz klar sind, der möge die bitte posten oder für immer schweigen. Aber ja, wenn es wirklich so ist oder wenn die Dunkelziffer auch noch extrem hoch sein sollte, dass wirklich muslimische Frauen öfter häusliche Gewalt erfahren, dann kann so ein Witz, ja, wir machen nur so ein bisschen Witz über die Klischees, das sind ja nur Klischees und jetzt machen wir da so ein bisschen Witz drüber, weil es stimmt ja gar nicht, hahaha, ha, ha, ha. Aber wenn es doch stimmt, dann ist das sogar ein problematischer Witz und man kann ihn aber auch, denke ich, trotzdem lustig finden. Ja, kann aber so ein bisschen verwässern und ja, vom wirklichen Problem ablenken, was muslimische Frauen weltweit wahrscheinlich durchaus an der Backe haben. Wie gesagt, bin mir da über die wirklichen Zahlen nicht sicher und die Dunkelziffer, ja, ich kann es mir vorstellen. Und ich kann darüber lachen. Natürlich, hier sind noch mehrere Faktoren. Denk Sexismus wahrscheinlich, dass sich ein bisschen aufregt in diesem Joke. Aber ich hatte dann wirklich einen Schweizer darunter, der meinte, das sei rassistisch. Und dann denke ich so, okay, du willst mir verbieten, über meine eigene Nationalitäten und Klischees zu lachen? Das ist ein bisschen so... Das ist bevormundend und das ist rassistisch, wenn man davon ausgeht, dass ich nicht selber für mich denken kann. Aber das ist... Ist das rassistisch? Nein, es ist einfach Quatsch halt. Ja, schon genau das, was dann so verkopft ist. Das ist, dann kommen Leute und sagen, aha, machst dich also über häusliche Gewalt lustig. Findest du das wirklich lustig? Plus, du bist Araber, du kannst das machen. Wer keinen Stress mit Arabern haben möchte, sollte lieber solche Witze nicht machen. Das ist ja wiederum auch das Nächste. Dann gibt es ja viele, die das gar nicht verstehen wollen. Und ein Punkt ist es einfach, wer hat eigentlich jemals gesagt, dass Comedians in irgendeiner Art und Weise eine moralische Instanz sein müssen? Also ich finde, das ist auch so total lächerlich, dieses so, ja, du bist in der Öffentlichkeit, du hast auch eine Vorbildfunktion. Da redet er sich ein bisschen raus, meines Erachtens, weil er ja durchaus Leute ganz gut fertig macht auch. Ich denke schon, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und eine gewisse Followerinnenschaft hast, dass du da eine gewisse Vorbildfunktion mehr oder weniger automatisch hast oder zumindest einnehmen solltest, bisschen drauf achten solltest. Ja, denke ich schon. Aber wo er recht hat, finde ich, du musst als Comedian jetzt nicht wahnsinnig moralisch sein. Ja, sind ja zwei Rollen. Comedian ist was anderes als öffentliche Person. Es ist miteinander vermengt, aber es sind schon zwei unterschiedliche Rollen, finde ich. Ja, wie ist der Comedian auf der Bühne und wie ist er dann, wenn er irgendwo ein Interview gibt? Generell denke ich schon, als öffentliche Person hast du automatisch eine Vorbildfunktion, bist aber natürlich jetzt auch nicht für alles verantwortlich, was da deine FollowerInnen schafft, was da deine Follower wirklich veranstalten. Wer sagt das? Also ich finde, jeder Mensch hat eine Vorbildfunktion. Ja, aber das nicht, aber dass es so sein muss, aber wir können es. Warum nutzen wir es denn nicht? Ich denke, ja, stimme ich ernst zu. Jeder mit Reichweite hat eine moralische Verpflichtung. Müssen wir mal ganz kurz, David ist nach hinten gegangen. Warum? Ganz klar, weil mich bei Oliver Pocher massiv gestört hat in den letzten Jahren. Jahren sogar, okay. In den letzten Jahren, in der Corona-Zeit. Ne? Also da ist er massiv aufgefallen, bist du aufgefallen mit deiner neu ins Leben gerufenen Bildschirmkontrolle. Die habe ich selber mit Interesse natürlich verfolgt, auch wieder als betroffenen Anwalt, der natürlich auch Influencer vertritt. Und auf die hast du dich natürlich gestürzt. Ich habe gesehen, dass du natürlich ein dahinterstehendes Interesse hast, ne, dass sie ihre Kinder in die Kamera halten und so weiter. Da bin ich ganz bei dir an dieser Stelle. Aber wie es passiert ist, war für mich dann eben nicht mehr im moralisch zulässigen Rahmen. Obwohl man in Deutschland aus meiner Sicht im Land der Dichter und Denker viel ertragen muss, weil einfach Kunst eine große Rolle spielt und auch Kreativität. Und man gewöhnt es eben, dass überspitzt, übertrieben eben auch Kritik an Politikern, Personen des öffentlichen Lebens oder anderen Leuten geübt wird, finde ich, dass Persönlichkeitsrecht teilweise in der Rechtsprechung zu kurz kommt. Jetzt wird natürlich Oliver sagen, warum habe ich diese Verantwortung? Aber er muss eben seiner Verantwortung gerecht werden und viele andere, nicht nur Comedians, sondern eben auch Personen des öffentlichen Lebens, müssen überschauen, was hat das für Auswirkungen möglicherweise, wenn ich 2 Millionen Follower habe, von denen einige einfach oder sehr viele
dazu bereit sind, dann andere einen Shitstorm auszulösen, andere Leute anonym zu bedrohen, anzuschreiben. Wo Oliver natürlich dann gesagt hat, pass auf, also ist doch nicht mein Problem, ich habe die doch nicht angestachelt. Ich habe doch einfach nur im Rahmen des Zulässigen was geäußert und habe mich kritisch damit auseinandergesetzt, was Influencer tun. Die täuschen also andere aus seiner Sicht und hat dann eben Einzelne in die Kamera gehalten, sich damit auseinandergesetzt. Und obwohl die dann in der Öffentlichkeit gezeigt haben, okay, das belastet mich, ne, ich bin jetzt angefasst, ich habe wirklich auch psychische Probleme, hat das verteidigt. Und das, finde ich halt, fällt unter Verantwortung der Medien und auch Verantwortung von Personen des öffentlichen Lebens. Überraschenderweise darfst du darauf antworten. Ich sehe es komplett gar nicht so, weil ich kann halt einfach nicht für 2 Millionen Leute verantworten, was die schreiben, was die sagen, was die machen. Ja, du kannst da keine Verantwortung für übernehmen, aber wenn dann zu viel in deinem Namen passiert, es ist nicht wirklich in deinem Namen, weil Spinner gibt es immer bei 2 Millionen, klar. Es ist ein grauer Bereich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gallig das Ganze dann auch ist, wie feindselig das Ganze auch ist. Allerdings gibt es natürlich auch Influencer, die einfach absolute Scharlatane und Scammer natürlich sind. Die gehören dann auch bloßgestellt und ja, an den Pranger gestellt. Aber natürlich kannst du die dann auch nicht wieder bedrohen und was weiß ich was. Kann aber Oliver Pocher jetzt was dafür? Graubereich. Da kann ich wirklich nichts dafür. Und wenn er dann sagt, ja, dann muss er ja genau mir sagen jetzt, wen darf ich denn dann nicht nehmen? Also dann gibt es, wo gibt es denn die Grenzen? Also habe ich allerdings auch nicht verfolgt, wie krank der Pocher da jetzt draufhaut bei den Leuten und ob er es dann irgendwann gut sein lässt, ob es wirklich Humor ist oder ob es fertig machen ist. Inwiefern ist es gerechtfertigt, jemanden fertig zu machen, wenn er wirklich ein Scammer ist und die Leute da abrippt und abzockt? Ja, bin ich nicht so im Bilde. Oliver Pocher verfolge ich jetzt freiwillig nicht, außer hier heute. Erstmal, ich sehe mich, in Anführungsstrichen, habe ich mich als eine Art TV-Total des Internets in der Corona-Zeit aus Langeweile mehr oder weniger gesehen. Und wenn Leute irgendein Bullshit aus meinen Augen im Netz posten und ich mich darüber lustig mache, soll ich es dann einfach lassen, weil gegebenenfalls ein paar Leute da irgendwie was machen oder so? Ich finde das sehr, sehr schwierig. Und dann wird immer aufgeteilt in die Guten oder in die Bösen. Ne? Wer sind die guten Comedians, wer sind die Bösen? Jan Böhmermann ist ja auch schon gefallen. Also da sehe ich zum Beispiel so einen Fall wie bei Finn Kliemann, der dann auch in alle Einzelteile zerlegt wird, aus einer vielleicht auch persönlichen Geschichte, wo am Ende rechtlich nichts bei rauskommt und wo jemand auch persönlich fertig gemacht wird. Finde ich teilweise viel extremer als das, was ich persönlich gemacht habe. Jan Böhmermann ist eine Pfeife. So viel dazu. Also, um das klarzukriegen, das heißt, dieses teilweise explizit persönliche Leid, was unter anderem auch durch dich verursacht wurde, das nimmst du einfach in Kauf. Was heißt durch mich persönliches Leid? Das wird so groß aufgehangen. Dann kann ich einfach gar nichts sagen. Also dann darf ich keine Person erwähnen. Vielleicht gibt es auch eine Grauzone. Genau, das ist die Frage. Aber ich finde, da vergleicht Oliver oder du vergleichst Äpfel mit Birnen gewissermaßen. Wenn du dich jetzt mit Finn Kliemann oder mit dem Video auseinandersetzt, was ich gesehen habe, 27 Minuten von Jan Böhmermann, das war zum einen eine Investigativrecherche, die hatte auch einen ganz anderen Anspruch. Das heißt, ja, aber was ist denn bei rausgekommen? Nein, es geht darum, dass investigativ eben recherchiert wurde und sehr viele Dinge offengelegt wurden, die er falsch gemacht hat. Ja, so. Das Problem ist... Ja, der Böhmermann ist ein richtiger Reporter. Er ist eine Hofschranze. GEZ-Hofschranze, sorry. Ist einfach so. Das sind nichts weiter als bekackte Amateure. Er hat dort die Maskenaffäre gehabt. Er hat andere Dinge, die offengelegt wurden, die man dann aber auch so sagen darf. Und das war eben eine Form von sachlich, vernünftig aufbereiteter Satire. Was ich dir vorwerfe, ist, dass deine Follower, die nicht alle den Horizont haben, ja, wo man sagen kann, okay, die verstehen vielleicht, dass du auch damit Kritik nur äußern willst, die verstehen das teilweise als persönlichen Angriff. Weil wenn man dir zugeschaut hat täglich in der Bildschirmkontrolle, hast du dir irgendwann wahllos Influencer rausgesucht, hast sie gezeigt und hast dich massiv über die nicht nur lustig gemacht, sondern man dachte, es ist ernst. Man dachte, es ist deine persönliche Meinung ohne irgendeine satirische Kritik, sondern... Stimmt das? Stimmt das nicht? Wer das verfolgt hat, gerne rein kommentieren. Da aber wieso darf er nicht auch das ernst meinen und seine persönliche Meinung auch damit reinbringen, wenn das wirklich einfach nur Scammer sind? Wenn es einfach nur alberne Influencer waren, die jetzt keinem was zuleide tun, dann muss man die dann so fertig machen, dann eher ein bisschen veralbern, ein bisschen Comedy, aber nicht so fertig machen. Würde ich jetzt mal spontan so sagen. Dann wirklich, dass du jetzt das auf die abgesehen hast und wenn die in der Story nochmal eine Reaktion gezeigt haben, dann hast du sie erst rechtfertig gemacht. Und das ist dann von mir, wo ich dann sage, du hast es im
rechtlich zulässigen Rahmen gemacht. Du bist ja auch rechtlich gut beraten. Das hast du ja auch mehrfach gesagt, in Ordnung. Aber da hast du aus meiner Sicht eine Schwelle überschritten, einfach moralisch, wo man sagt, okay, die liegen am Boden. Du hast die Macht, du hast 2 Millionen Follower, du bist eine Person des öffentlichen... Falsch. Du bist eloquenter und die sind an der Stelle labil, haben es auch noch offengelegt und du hast trotzdem weiter draufgehauen, das gerechtfertigt. Mintu und das ist ein Riesenunterschied, meine ich. Mintu und Hamza würden gerne differenzieren noch. Du bist gleich nochmal dran, Olli. Also, sorry, Olli, aber du widersprichst ja auch, weil du sagst hier, ja, wir haben keine Vorbildfunktion, aber dann attackierst du Menschen bezüglich ihrer Vorbildfunktion. Und das Ding ist auch, ich mache unter anderem auch nicht nur diese Witze, diese rassistischen Witze, sondern auch so Kommentarvideos, wo ich gesellschaftliche Phänomene auseinandernehme, wo ich auch Menschen kritisiere. Aber bei mir ist immer so der Endpunkt, es muss am Ende eine positive Endnote geben. Nicht einfach nur, du machst das falsch, sondern hey, wie können wir es besser machen? Und ich hatte auch das Gefühl... Ja, das kommt drauf an. Wenn es richtige Scammer sind, dann gibt es da keinen... Schwarz und Weiß und nichts Versöhnliches am Ende. Die müssen dann schon entlarvt werden. Aber ist das jetzt der Job von Olli Pocher? Bei dir war es einfach nur Bashing und die Tonalität war ein bisschen so sehr destruktiv. Aber ist, ja, aber darf ich kurz noch was dazu sagen, Oliver? Ich frage mich, ich finde deine Kritik ja berechtigt. Kinder in Kameras zu halten, ist nicht okay. Darum geht es doch nicht nur. Ich mache doch nicht nur die Kinder nochmal. Jetzt, was hat dich daran gehindert, einfach eine Parodie von so Influencern zu machen und die einfach zu spielen und nicht diese Leute in die Kamera zu halten und die den Leuten den Fraß vorzuwerfen? Es hätte für dich auch eine Art und Weise gegeben, diese Art von Comedy zu machen, ohne dass Leute darunter negative Konsequenzen zu fürchten haben von deinen Followern. Ich weiß gar nicht, was du jetzt erzählst, weil ich habe mich selber doch auch in Ocean Apart-Klamotten oder irgendwelchen anderen Sachen auch hingestellt. Jetzt aus 100 Videos zu sagen, naja, da hast du da einmal und da einmal. Das mit den Kindern fand ich ja gut. Dieses Cherry-Picking funktioniert ja auch nicht. Ich habe einfach ein Unterhaltungsformat gemacht, was Leute gut oder auch weniger gut finden. Und die können auch nicht alles gut finden und auch nicht jeden Gag. Und ja, das ist ja in Ordnung. Ich sage nur, dass du trotzdem als Comedian, vor allem als Comedian wie du bist einer der größten Comedians in Deutschland. Millionen Menschen schauen dir zu, dass ich das einfach nicht gut finde persönlich, wenn du Leute in deinen Videos vorführst, sie einblendest und deinen Followern zum Fraß wirfst. Das kommt darauf an, wer das war und was die gemacht haben. Das, was ich kritisiere. Aber du musst doch den Leuten ein Beispiel zeigen. Das ist doch wo. Aber da. Ja, hat er schon recht. Kannst jetzt schlecht sagen, es ist einfach schlecht. Das kommt drauf an. Da kommen wir vielleicht zu einem, weil du kriegst jetzt hier ganz schön viel ab und das. Also ich kann es ab. Ich bin das sowieso gewohnt. Die Kritik ist ja klar. Ja, ich bin der beste und stärkste Mensch. Aber was dahinter steht, ist ja die Frage, welchen Unterschied macht zum Beispiel das Ziel der Attacke? Ne? Also ist das jemand, der auf gleicher Augenhöhe ist? Hat das was mit Machtgefälle zu tun? Also der Kontext hat damit zu tun. Also das ist die Frage, frage ich doch mal Kerstin. Ist denn Humor, Comedy? Jetzt kommt Kerstin. Kerstin hat noch keinen Internetanschluss. Die vergleichsweise, reichweitenmäßig nach unten tritt. Weniger legitim als die andere Richtung? Na, es ist natürlich so, dass es häufiger vorkommt, dass von unten nach oben getreten wird. Also dass sozusagen das Lachen, der Humor ja etwas Gefährliches ist für die, die oben sitzen. Ich möchte es aber auch nicht so haben, dass es die, weil du vorhin sagtest, die Moral. Ein Satiriker sollte auch meiner Meinung nach nicht der Inbegriff des moralischen Menschen sein, der hier sagt, ich zeige euch jetzt was und dann hänge ich noch ein versöhnerisches Ende daran und mache es nochmal gut und platt und belehre euch nochmal darüber, dass ich jetzt gerade einen Witz gemacht habe. Ja, hat sie schon recht. Ist schon läppisch und unlustig dann auch. Alles muss immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Nein, muss nicht sein. Und dass man darüber zwar lachen darf, also diese ganze Übervorsicht, die ich heute sehe, nicht nur im Comedy, das ist was mich sehr beengt und auch ärgert und auch traurig macht. Ich glaube, ein bestimmter Teil der Gesellschaft ist empfindlicher geworden für eine bestimmte Art von Humor oder Satire, weil sie natürlich verletzen kann. Aber genau das wäre ja meiner Meinung nach der Sinn von Satire, dass sie auch mal verletzt und dass man damit leben muss und es auch mal aushalten muss. Das sind ja ganz rechtsradikale Konzepte. Ja, die Frau braucht unbedingt einen Internetanschluss und muss noch ein bisschen lernen, wie das heutzutage so ist. Dieses ewig gestrige, hallo, wir haben 2023. Was mich interessiert, ja, ganz normale Frau, ist das, was wir hier gerade diskutieren. Also ihr habt ja ihm vorgeworfen. Und ja, reißt euch mal zusammen. Nehmt nicht alles so ernst. Lernt mal ein bisschen den Stock aus dem Hintern zu ziehen. Ja, und alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Geworfen. Das ging dann nicht, natürlich nicht an die Schwulen jetzt. Sicherheitsdienst,
Antisemit. Du attackierst Menschen und die fühlen... müsste eine lustige Steinigung werden. ...sich richtig, richtig schlecht. Ich attackiere niemanden. Also das ist einfach... Ich mache ja, mich drüber lustig. Stimmt das? Oliver Pocher attackiert niemanden, das glaube ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass er das macht, habe das aber wie gesagt nicht verfolgt. Leute lustig. Ja, aber jetzt, jetzt heißt okay. es Attacke. Anders. Genau. Okay. Das du machst dich über Leute lustig und manche haben danach psychische Folgen, wie auch immer. Du sagst, dafür kann ich ja nicht verantwortlich sein, Entschuldigung. Spielt das für dich eine Rolle? Satire ist nie Wohlfühlen. Mhm. Also am Ende fühlt sich der Angegriffene nicht wohl. Da wäre es ja keine Satire, wenn er das machen würde. Gibt es da eine Grenze? Das ist ja die Frage, die wir gerade diskutieren. Ja, gute Frage. Für mich wäre die Grenze eigentlich die Qualität. Es gibt schlichtweg gute Qualität in der Comedy, in allem, was das komische Genre belangt. Und es gibt flache, dumme, langweilige Qualität. Und das wäre für mich eine Grenze, aber nicht eine Grenze, dass irgendetwas nicht gesagt werden dürfte. Irgendjemand ausgeschlossen würde, in dem, den man zugespitzt parodieren würde und irgendwas. Das wäre für mich das. Ich möchte nur einfach, meine Intention grundsätzlich ist, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt, eine komplett... Jetzt müsste eine Lüge kommen, so wie er sie jetzt gerade sich verhalten hat und geredet hat. Positive. Also ich reiche auch jedem grundsätzlich die Hand. Also jeder, der mit mir Kontakt haben will oder so, ich sag bei keinen Sendungen, wer ist denn da, wer kommt denn dahin oder so. Mir ist das wirklich egal. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so fertig machen wollte, dass der keinen Job mehr bekommt, dass der danach nicht mehr arbeiten kann, dass der psychisch irgendwie kaputt ist. Aber ich kann es auch teilweise nicht verhindern. Ganz kurz, jetzt müssen wir kurz Philipp mal reinholen. Die Frage ist ja... Ja, ich bin der liebste und beste Mensch, war das jetzt ein bisschen. Ist die Grüne... Dich frage ich auch gleich, warum du hin und her läufst, aber das machen wir gleich. Ich stand da so im Abseits, ich wollte wieder dazugehören, ich weiß nicht. Kannst auch rüberkommen. Ich gehe auch einfach mal nach vorne, damit ich näher an euch dran bin, um euch zu sehen. Das ist ja eine lustige psychische Gruppendynamik hier. Okay, alles klar. Die Frage, die dahinter steckt, ist ja ein bisschen, ihr Grüne seid ihr hypermoralisch? Nein! Wollt ihr den was Humor kaputt machen? Ich wollte auch ja, was heißt... Ja, frag ihn, ob Enz hypermoralisch ist. Noch was zu dem übersensibel und übervorsichtig sagen. Ja. Ich finde, das sind so Worte und auch, dass wir davon reden, woke zu sein, hypersensibel, hypermoralisch. Gibt's alles nicht. Nee, gibt's alles nicht. Was du gesagt hast. Es geht doch einfach nur darum, dass wir uns alle überlegen, mit dem, was wir sagen, wen wir verletzen. Ich weiß nicht, für mich ist es kein Problem irgendwie, dass ich darauf achte, nichts Verletzendes zu sagen. Es schränkt mich in meiner Kreativität. Mission Impossible. Mission Impossible. Und es ist halt einfach nicht lustig. Harmlose Comedy ist meistens nicht lustig, außer du hast keinen Humor oder hast nur einen total harmlosen Vanilla-Humor, wie der gemeine Amerikaner sagen würde. Gar nicht ein. Geht nicht. Und ich finde, bei Satire zum Beispiel ist es halt auch so, natürlich kommt es darauf an, mache ich mich lustig über PolitikerInnen, mache ich Innen. Mich über die Politik lustig oder gehe ich halt... Oder Leute, die gendern. Absolut. Ja. Also, ja. Fand ich jetzt gut. Oh, das ist saublöde Tonfall plus Blick. Über die Politik lustig oder gehe ich halt... Oder Leute, die gendern. Absolut. Ja. Also... Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal über Olli Pocher ernsthaft lachen kann. Aber gut, auch die Stille danach, herrlich. Ja, großartiger Beitrag, sehr lustig. Ja, siehste, guck mal, findest du halt nicht lustig, finden super viele, irgendwie können sich da wiederfinden, weil da haben wir genau die Diskussion. Aber jetzt war ein gutes Beispiel, ja. Doch, er tritt jetzt nach unten, der Pocher, und bla bla bla. Wenn jetzt schwarz wäre und eine Frau, dann hätte den Witz wieder machen dürfen. Aber lass mich doch mal ausreden. Sagt aber auch mehr über die, die es lustig finden, aus als alles andere. Warum? Aber warum machst aber du dann lass mich doch kurz ausreden. Ja, sagt unheimlich viel über die aus. Das sind ja dann wieder Feinde und Phoben und was weiß ich was. Du bist dann phob und feindlich. Und ich finde, es ist super wichtig, wenn ich Satire, heißt nicht, dass ich mich auch... Warum muss ich mich über marginalisierte Gruppen lustig machen, die eh schon mit einer ständigen täglichen Diskriminierung durchs Leben gehen? Ich verstehe. Ja, dann integriere sie doch mal, indem du sie mit reinnimmst und auch verarschst. Jede Randgruppe hat das Recht, auch veräppelt und verarscht zu werden. Oder wie heißt der klassische Spruch? Ich sehe nicht, warum, was ist die Intention dahinter? Was ist deine Intention auch mit diesen Videos, wo du vorhin selbst gesagt hast, sind nicht mal deine Witze? Weil du ihnen beibringst. Du benutzt also für dein... Ja, du bringst ihnen bei, dass sie schwache, arme Opfer sind. Ein Format... Ja. Witze, die nicht mal deine eigenen sind. Du bist also als Comedian, als
Künstler nicht mal in... KünstlerInnen, hallo? Wollen wir jetzt hier rassistisch werden, oder was? Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit! Au! Der Lage eigenes Material darüber zu schreiben. Nee, ist eine Frage. Warum? Ich erklär's dir, warum. Also, für dieses Videoformat... Das mag ich überhaupt nicht, wenn er dann so 12 Jahre alt auf einmal ist und dann so... diese Schaureißerei, das mag ich nicht. Nachdem du mir in den Rücken gefallen bist, bist du jetzt mal angekackt hier. Das ist Horror. Das ist absolut Gänsehaut-Horror für mich. Darum, es geht nicht um die Witze. Es geht um die Energie, um die Liebe, die sind. Da war er jetzt wieder normal. Diesem Video ausgestrahlt wird. Also darum, ich habe sehr, sehr viel anderes Material. Ich mache Stand-Up-Comedy. Wenn ich da keine eigenen Witze verwenden würde, das würde schnell rauskommen. Aber in diesem Format, weil das so viele Witze sind, das kann ich gar nicht selbst produzieren. Und es geht mir auch nicht darum, sondern es geht darum, miteinander zu lachen. Und was du diesen Menschen beibringst, ist, wie man mit einer schwierigen Situation umgeht. Und das ist das. Wenn du so einen Witz hörst, kannst du über dich selber lachen. Kannst du eine schwierige Situation mit Humor verarbeiten. Und über sich selber lachen, das ist eine ganz große Stärke von weit links außen und auch weit rechts außen, aber hier haben wir jetzt mal weit links außen, endlich mal wieder am Start. Das lernt man. Plus, wie schwierig ist es, wenn ich mit einer Person zusammen bin und ich muss Angst haben, dass jedes Wort, das ich sage, irgendwie falsch interpretiert werden kann. Und ja. Walking on eggshells, ein Eiertanz. Dann gibt es immer diese Mauer. Aber wenn du über dich selber, ich meine, wir Araber, wir haben sowieso so einen strengen Ruf. Und wenn ich als Araber über mich selber lachen kann und so Witze machen kann, dann strahle ich ja aus, hey, du musst keine Angst haben oder dich unwohl fühlen, nicht wohlfühlen in meiner Nähe. David ist nach vorne gegangen gerade. Warum? Genau, ich habe ja da ganz gespannt zugehört. Also auf der einen Seite sehe ich das problematisch. Man muss da sensibel an das Thema gehen, wie man über Randgruppen spricht, auch als Comedian. Aber ich finde, es ist auch nochmal ein Riesenunterschied, ob ich selber irgendwie in irgendeiner Form also quasi einen Hintergrund, einen Background habe und sage, okay, ich mache mich sogar... Jetzt musst du wieder die richtige Hautfarbe und das richtige Geschlecht haben, um den Joke einfach reißen zu können. Über meine eigenen Landsleute lustig und stelle einfach lustig nur die Dinge raus, die so im Volksmund man irgendwie mit der Nationalität, mit der Kultur verbindet. Ich will eigentlich dazu was sagen, was... Das mag ich auch nicht. Das wird im Laufe des Videos noch schlimmer, dass da sich so merkwürdig verbrüdert und gegrapscht wird. Gucken, ob sie auch noch einsteigt. Wäre vielleicht ganz nice. Das ist ja gerade das Geile daran. Hamza gerade gesagt hat, das fand ich total interessant, ohne dass ich jetzt dein Format kenne. Deswegen kann ich gar nichts spezifisch zu deinem Format sagen. Man müsste schon sehen. Aber ich habe einen Podcast gemacht, der hieß Rise and Shine. Das ist ein wirtdeutscher Podcast gewesen, wo wir einfach Geschichten, Perspektiven und Reportagen über die wirtdeutsche Community gemacht haben. Und wir hatten ein Format, das hieß die Klischeefrage, Frage an Asiaten. Und da haben wir uns auch humorvoll über Klischees über Asians, über vietnamesische Menschen lustig gemacht. Und das ist ein total wichtiger Punkt, weil als Community, wenn man eben die ganze Zeit mit irgendwelchen Klischees konfrontiert wird, natürlich macht man sich auch mal darüber lustig, als Coping-Mechanismus. Und deswegen ist es bei mir auch irgendwie ein, ich gehe mit einer anderen Haltung ran, wenn irgendwie ein Araber zu mir kommt und mich fragt, was für eine Landsfrau bist du? Ich mache einen Witz über Asiaten. Gehe ich anders daran, als wenn eine weiße Person auf mich zugeht und das Gleiche macht, weil... Weil wir so unglaubliche Unterdrücker sind, ja. Also was ich hier an Sklaverei betreibe, tagtäglich, was ich hier Leute unterdrücke und meine Privilegien hier ausschöpfe und bla bla bla. Warum? Das ist aber rassistisch. Von der weißen Mehrheitsgesellschaft einfach viel rassistisch. Ja, boah, hast du recht. Die weiße Mehrheitsgesellschaft und was wir alles auf dem Kerbholz haben und schon veranstaltet haben. Es muss, kommt, ja, aber dann schließt auf du eine bestimmte Minderheit, stopp. Und ich einfach dann mir wünsche, dass man darf das machen, aber zumindest mit einer kleinen reflektiven Note, dass man merkt, okay, wenn es eine weiße Person macht, bleibt anderen ein bisschen das Lachen im Mund stecken oder macht es einfach nur, um auf andere runterzutreten. Okay, ich fasse zusammen, ihr dürft gleich antworten. Ich fasse zusammen, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir darum, es kommt sehr wohl auf die Sprecherposition an und das hat wiederum was... Nein, es kommt auch ein bisschen auf die Absicht natürlich an. Ist das jetzt ein guter Typ oder nicht? Wenn ein weißer Rassist dauernd rassistische Witze macht, ist das was anderes, als wenn ein weißer Nicht-Rassist dauernd rassistische Witze macht und die natürlich nicht ernst meint. Ja, wenn du jetzt ein Schwulenhasser bist und machst dann dauernd schwulen Witze, dann ist das natürlich was völlig anderes, als wenn du halt einfach überhaupt nichts dagegen hast und einfach Witze machst. Ja, ich habe ein befreundetes Pärchen, die sind schwul, die machen ja selbst Witze darüber, ich mache Witze darüber.
Die Leute sollen sich nicht so ernst nehmen und ein bisschen mehr an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten. Du willst das Unmögliche. Was mit Machtgefälle zu tun? Das hat total was mit Machtgefälle zu tun. Weiße total. Mehrheitsgesellschaft versus vulnerable Gruppe, potenziell vulnerable Gruppe. Diese armen, vulnerablen Gruppen, das sind ja fast Menschen, auch denen man Humor zutrauen kann. Und da gibt es einen Unterschied, wer was wann spricht. Habe ich dich richtig verstanden? Genau, es gibt auch einen Unterschied. Einfach, es ist eine ja, du sagst denn ja, ihr seid Vollidioten. Ihr seid schwache Vollidioten und Opfer. Ihr könnt es nicht handeln, wenn wir einen Witz über euch machen. Anstatt einfach zu sagen, komm mal her und machst einen Witz drüber. Ja, und nimmst denjenigen ernst und bestärkst ihn im Erwachsensein und in der Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft. Mach doch Witze über alle, ist doch egal. Ja, wenn ich jetzt in Afrika bin und bin da ganz, ganz alleine und alle machen Witze darüber, ach, dann bin ich ja marginalisiert und bla bla bla, weil ich der einzige Weiße bin und bla bla bla. Ja, was anderes wäre es, wenn diejenigen, die da Witze machen, dann wirklich meine Hautfarbe hassen und wirklich Rassisten sind, dann wäre das schon wieder was anderes. Aber wenn die mich total mögen und ich die mag und es ist eigentlich alles klar, dann kann man auch Witze darüber machen. Anderer Kontext. Ja, dann würde ich mich komisch fühlen, wenn sie sich dann nicht trauen, über meine Hautfarbe Witze zu machen und was weiß ich was. Es ist für mich ein anderer Kontext, wenn ich einfach unter meinen Freunden bin und wir sind alle, keine Ahnung, schwarz, Asian, türkisch, Araber, was weiß ich. Nur diese Weißen, die sollen bitte draußen bleiben. Und lachen uns schlapp über bestimmte Witze, die uns einfach entgegengeworfen werden. Das ist oder ein Kind mobbt das ist lustig. Mich aus meiner Schulzeit und sagt, alle Asiaten haben solche Augen. Dann finde ich es nicht lustig. Ja, aber das macht ja keiner auf der Bühne. Gab es jemals so einen Gag? Aber ganz kurz, Hamza war zuerst dran. Du darfst gleich. Ja, das ist ja... Ja, gab doch bestimmt schon. Achtung, ich sage das Wort Schlitzaugen. Darf man das sagen? Was überhaupt so schlimm an asiatischen Augen? Hab ich generell noch nie verstanden. Was ist da so schlimm dran? Aber vielleicht gibt es da ja aus der Historie, wo ich jetzt nicht informiert bin, irgendwas, warum man das nicht sagen darf oder ja, keine Witze drüber machen darf, sollte und so weiter und so fort, warum sich da asiatische Menschen beleidigt fühlen können. Ganz normale Augen. Passt doch. Rassistisch, weil du weißt ja nicht, du sagst jetzt einfach nur Hanan vor seiner Farbe, kannst du das nicht verarbeiten? Du weißt ja nicht, vielleicht ist der Araber der Rassist und der Weiße ist der kann die Kultur kann natürlich kennt auch passieren, ne? Kann natürlich also darum, auch passieren. Der Kontext ist sehr, sehr wichtig und dieses Ausschließen, also ich muss auch sagen, ich habe auch Jokes über Schweizer, über Deutsche, also meine Witze, ich versuche die wirklich in alle Richtungen zu verbreiten, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sind alle. Ja, aber da trittst du ja so extrem nach oben, weil alle Deutschen sind ja ganz weit oben, wenn sie denn weiß sind. Sonst sind sie wieder unten. Eins und nicht kategorisiert. Aber so, dass du sagst, ja, die Weißen, die dürfen nicht, so schließt man die ja aus. Ich sage nicht, die Weißen dürfen nicht. Ich sage, die Weißen müssen sich überlegen, wie sie den Witz machen und warum. Auf Deutsch, sie dürfen nicht richtig. Sie dürfen nur halb. Warum? Ja, aber dann spielt die Farbe keine Rolle. Wir oder kommen doch nie zueinander, wenn wir darüber reden, immer noch darüber oder ständig darüber reden, wer darf welche, ob weiße Mehrheitsgesellschaft oder nicht, Witze machen, da kommen wir nie wirklich zueinander. Also, und außerdem, was du vorhin gesagt hast, das sagt mir der Kleine da so, du mit deinen Schlitzaugen und so, das ist ja keine Satire. Keine die Frau ist herrlich. Die ist in den 90ern positiv hängen geblieben, sozusagen, und hat den Knall irgendwie noch nicht gehört oder ist dann noch nicht infiziert worden mit dem ganzen Kram und ist anscheinend in der Realität aufgewachsen oder lebt noch in der Realität, dass es doch ganz nett ist, mit anderen Leuten zusammen zu leben und die Leute sollen sich nicht so anstellen und man kann noch ein paar Witze machen und integriert euch doch alle und habt Spaß zusammen. Das macht schon Spaß. Und Humor darf auch mal verletzen. Die Stimme der Vernunft. Und dass sowas, das völlig normale Mensch, das ist ja schon spektakulär, sowas heute mal in den Medien zu sehen. Dass jemand einfach so unverblümt sowas äußert und gar nicht so richtig rafft, warum das absolut rassistisch und sexistisch und homophob und transphob und was weiß ich was ist, was sie jetzt da äußert. Ja, diese extrem, ja, die hat hier, ja, so ein bisschen Ocker. Ocker ist ja auch ein bisschen braun. Wer war braun? Hitti war braun. Also müsste eine lustige Steinigung werden. Ab in die Hölle mit ihr. Rumi, das ist ja einfach... Aber Leute finden das witzig. Leute finden, ja, das ist ein ach, Witz. Liebe, aber wer denn? Aber natürlich, und das wird auch heutzutage immer noch auf Comedy-Bühnen in Deutschland nein, gesagt. Das kommt doch nicht. Sag mir doch mal, wer hat denn jemals so einen Witz gemacht? Ich bin auf mindestens...
Gibt's nicht Schlitzaugenwitze? Gibt's bestimmt. 5 Stand-up-Comedy-Bühnen in Deutschland in der Woche und es wird, ja, du hast es vielleicht schon eine Weile nicht gehört, aber klar ist das noch der Konsens. Aber man geht doch keiner hin und macht dann. Aber dann muss man es nicht konsumieren, das ist eben der Punkt. Aber das ist doch das Schöne. Ja, wir haben eine seltene Einigkeit. Ihr seid euch alle einig, dass solche Witze in Anführungszeichen nicht gehen, richtig? Es ist einfach so, wenn ein Witz. Es gibt zwei Sachen. Bestimmt auch lustige Schlitzaugenwitze. Die Leute sollen sich nicht so anstellen. Zum einen drauf an, wo? Schlitzaugenwitze. Und wie man es meint. Ja, genau. Ich kenne das halt auch. Jetzt ist halt. Ja, wie man es meint auch. Es gibt sehr viele mit Migration. Bei meiner Schwester, kurze Storytime. Bei meiner Schwester auf der Bank war mal ein POC, ein Schwarzer mit sehr dunkler Hautfarbe. Da haben sie abends beim Betriebsfest, irgendwie waren sie draußen auf irgendeiner Kirmes oder auf irgendeinem Weinfest oder sowas, haben ein Foto gemacht und ihn hat man im Foto fast nicht gesehen, nur die sehr weißen Zähne. Haben sie sich natürlich bei dem Foto alle weggeschmissen und er hat sich mit weggeschmissen und er macht da auch Jokes und so weiter. Die Leute sollen sich einfach nicht so anstellen. Ist doch alles in Ordnung. Sind alles nur Menschen. Auch dieses Hautfarbengelaber, es ist doch nur wirklich scheißegal, was irgendwer für eine Hautfarbe hat. Also was ein Kindergartenlevel immer. Ja, dann habe ich jetzt die Hautfarbe und der andere die andere Hautfarbe. Und du hast ein bisschen so Augen oder so Augen. Was ein Kindergarten. Hintergrund, Comedians und sowas halt. Und die machen sich da. Und nicht, damit meine ich nicht, ich sehe keine Hautfarben, dieser ganze Quatsch. Und natürlich siehst du jetzt, ob einer schwarz oder asiatisch ist und so weiter. Aber es ist doch nur wirklich völlig Latte. Es kommt auf den Inhalt des Charakters an und nicht auf die Farbe der Haut. Was die Leute im Kopf haben, das ist relevant und nicht, welche Hautfarbe sie haben. Dann auch nur darüber lustig, weil die dürfen es ja machen, langweilt mich persönlich zum Beispiel. Aber weil sie dann halt die Zielgruppe bedienen, dürfen sie die halt machen. Ich finde, wenn ich dann zum Beispiel als Weißer, weil ich dachte, ich bin ja eh weißer Cis-Mann privilegiert, ich darf sowieso eigentlich gar nichts mehr. Ich muss einfach nur da sitzen und... Auch der arme Olli Pocher, ja, das arme Opfer heißt es dann immer. Aber er hat ja recht, es ist ja in der Sendung, es ist ja 1:1 so. Ja, ihr Weißen, ihr könnt schon Witze machen, aber. Ihr müsst euch dann noch vorher 3000 Mal entschuldigen und was weiß ich was. Und am Ende muss es dann noch den positiven Twist haben. Auf Deutsch, nein, ihr könnt nicht einfach Witze machen. Und genauso wie er es jetzt gesagt hat, ich darf eigentlich gar nichts mehr. In die Richtung tendiert es momentan. Da sein irgendwie und dann muss der Gag halt irgendwie gut sein. Ja. Entweder weiß es wirklich nicht, dass der Pocher da recht hatte oder er will es einfach nicht wahrhaben. Wenn du so weit links außen abgereist bist wie er hier, dann kann ich mir beides vorstellen. Ich weiß, da atmest du schwer aus, aber aber genau diese Situation haben wir ja. Es gibt nun mal Klischees und die sind halt nun mal auch witzig. Und es ist nun mal... Ja. Ich zum Beispiel auch dieser Ansatz, sich über sich selbst lustig zu machen, bin ich der Erste, der vorweggeht. Ich bin der liebste und beste Mensch. Also es gibt von mir wirklich bauchfrei, es gibt kein Outfit, was ich noch nicht angehabt habe. Ich habe noch nichts irgendwie gemacht. Ich habe über meine persönliche Situation, ich bin am selben Tag, wo die Scheidung rausgekommen ist, ich mache mich lustig, ich mache mich über meine Kinder, meine Ex-Frau, mich selber, meine Religion, meine Herkunft, ich mache mich über alles lustig. Gut, wenn er das wirklich so macht, wie er jetzt sagt, dann, finde ich es gut. Aber dann muss es auch möglich sein, auf einer Bühne auch 90 Minuten über jeden anderen zu lachen. Entschuldigung, ich gucke zu dir, Philipp, weil ich habe das Gefühl, du bist nicht zufrieden. Ich wollte noch was sagen, ich weiß nicht, ob das noch passt. Ich finde es halt so auch für mich als schwuler Mann, ich sage auch nicht, dass heterosexuelle Männer auf der Bühne keine Witze über Schwulsein machen dürfen. Aber es ist nun mal der Fakt, dass gerade in Deutschland, in deutscher Comedy, dann meistens die Witze mit einer Punchline enden, die irgendwas mit einem Blowjob ist. So. Und dann er kann doch trotzdem lustig sein, kommt auf den Joke an. Dann denke ich mir also, und wieder die Intuition, Intuition? Die Absicht, ihr wisst, was ich meine. Kommt auf die Absicht an. Das ist halt, aber ehrlich, findest du es nicht lustig. Aber ganz ehrlich, aber andere schon. Ich sehe so viele Comedians, die homosexuell sind und die nur dann die Witze machen. Also auch wenn ich so bei Viva. Ja, Pocher, da raffst du es doch nicht. Die treten doch nach oben, weil sie sind ja unten und bla bla bla. Sie sind ja nur Menschen zweiter Klasse, die Homosexuellen. Deshalb treten sie dann nach oben. La Viva oder irgendwelchen Tanzsachen. Da kommt immer nur Hallöchen, na? Also dich würde ich auf jeden Fall verlassen. Ja, aber das ist sowas, worüber wir die ganze Zeit reden. Kontext. Das ist aus einer ganz anderen Position und Kontext. Also, wenn du das mal, warum machst du das? Ja, aber warum machst du es dann? Also das ist dann lustig. Du kannst auf die Bühne gehen und sagen, hallo, na, kleiner Süßer. Finde ich aber geil. Dich sehen wir noch hier, knicki-knacki. Ja, wenn ich es mache, ist es sexistisch. Weil ich...
Finde ich ganz lustig, den Pocher, weil es aber auch in einem ernsten Kontext wahrscheinlich ist, weil er auch durchaus ein bisschen pissig ist und ernst dabei ist. Dann kommt der Humor durchaus ganz gut an, finde ich, wenn er versucht, nicht so witzig zu sein. Und jetzt muss er, Pocher, wo lebst du denn? Du bist doch privilegiert. Ja, guck mal, Oliver Pocher hat doch x Millionen Follower, der ist doch privilegiert. Ja, als hätte er dafür nichts getan. Er hat ja auch mal ein bisschen riskiert und ist in der Öffentlichkeit und so weiter. Und auch immer diese weißen Cis-Männer, die dann in den Vorstandspositionen sind. Ja, die haben sie einfach geschenkt bekommen oder wie. Da haben sie sich wahrscheinlich auch den Arsch für aufgerissen. In den meisten Fällen zumindest. Weil ich als schwuler Mann durchs Leben gehe. Vielleicht bist du gar kein Mann, das wissen wir ja alle nicht. Ja, das... Gender Assume, das kann da hinten losgehen. Aber jetzt lass ihn mal, weil ich als schwuler Mann durchs Leben gehe und weiß, was es bedeutet. Und ich bin noch sehr, sehr privilegiert als Weißer. Lass mich zu Ende reden. Sehr gerne. Durchs Leben gehe und weiß, dass es so viel mehr ist als Blowjobs und weiß. Ja, was ein Mainstream-Laberkasten. Und das ist ja immer das Absurde heutzutage, dass man sagt, ein Mainstream-Laberkasten und trotzdem ist er extrem weit links außen. Ja, das wäre früher absolut linksradikal, völlig verrückt, Hardcore-Feminist gewesen, FeministInnen, Feministens, FeministEns. Ja, und heute ist es gleichzeitig ein Mainstream-Laberkasten und trotzdem Hardcore links außen. Also, was sagt das über unsere Gesellschaft? Aber das sehe ich bestimmt nur mit meinem extrem rechten Weltbild. Weiß ich nicht, überall rum, keine Ahnung. Ich hoffe, es ist mehr. Was so, ja, es ist so viel mehr als Blowjobs und weiß ich nicht, überall rum, keine Ahnung. Ich hoffe, es ist mehr. Was so, ja, es ist so viel mehr. Selbst ich, der sehr privilegiert ist, meistens auf der Straße nicht mal als schwul gelesen wird. Ja, ein Kampfbegriff am anderen. War schon Denk doch mal selbst nach, benutz doch dein Gehirn, du hast doch da hier ein Gehirn drin. Benutz das doch mal und übernimm doch nicht jeden Scheiß, der dir erzählt wird. In den eigenen Bubbles und was weiß ich was. Ja, habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bemühen. Konfrontation. Gerade letztes Jahr wurde ich vor meiner Haustür im Prenzlauer Berg von einer Gruppe von 5 Männern mit ihren Kindern angemacht, weil ich schick angezogen war. Und was heißt angemacht? Was heißt angemacht? Wenn du da beleidigt wirst, oder ja, klar, wenn Schwule angegriffen wird, kann, glaube ich, kein Mensch verteidigen, der halbwegs noch dicht in der Birne ist. Aber was heißt denn jetzt angemacht? Das hat mich aus einer Blase rausgerissen und mir bewusst gemacht, dass es selbst, also dass einfach mir als privilegierte Person passiert. Und was, weil ich, selbst ich als schwuler, weißer Cis-Mann einfach oft vergesse, was es heißt, Teil der Community zu sein und wie sehr es gibt, ich glaube, 3 bis 4 queere Menschen werden in Deutschland pro Tag verbal und physisch angegriffen. Was heißt verbal angegriffen? Ja, wer beurteilt das? War das jetzt wirklich ein Angriff? Physischer Angriff, weil sie queer sind oder nicht? Immer diese Ungenauigkeiten, das kann ich nicht leiden. Gut, das muss man jetzt hier auch nicht eine Viertelstunde erklären, aber sowas wird oft sprachlich ganz, ganz ungünstig ausgedrückt. Ja, zum Beispiel haben sie gesagt, hier 74% aller Frauen, hieß es doch bei der letzten Sendung hier, 74% aller Frauen sind schon mal bla bla angegriffen worden oder sexuell belästigt worden und so weiter und wurde unten eingeblendet, haben gemeldet, dass sie schon mal oder haben sich schon mal sexuell belästigt gefühlt. Ja, das ist was ganz anderes. Wenn du in dieser Hardcore-Woken-Radikal-Bubble wie Enz, drin bist, ja, und eine Frau bist, oder weiblich gelesen wirst, ja, dann hast du dich schon sexuell belästigt gefühlt, wenn dich ein Mann auf der Straße nur mal, also eine männlich gelesene Person auf der Straße nur mal anguckt oder gesagt hat, hey, hab dich gerade von da drüben gesehen, fand dich attraktiv, hab gedacht, komm, die quatsch jetzt mal an, die lernst du vielleicht mal kennen. Hallo, ich bin der Detlef. Ja, das ist dann schon eine mega Belästigung und so weiter. Deshalb, diese Zahlen, die sind ja verwässert mittlerweile, weil die Leute größtenteils einen Sockenschuss haben und weil der Mainstream absolut abgereist nach links außen weggedriftet ist. Und dann kann es einfach nicht sein, dass du denkst, dass du auf die Bühne gehen kannst und dich über Schwule lustig machen kannst und das dann irgendwie ein abgeknicktes Hand. Es ist nicht über sie lustig machen, es ist Nähe ausstrahlen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel. Es kann auch Nähe sein, ja, ja. Ja, was ein Joke untereinander ist doch in Ordnung. Jetzt, wenn Oliver das macht, ist es nicht, dass er Nähe ausstrahlt. Wieso? Da hat Enz allerdings recht. Pocher erlebe ich jetzt auch nicht so, dass er da dauernd Nähe mit ausstrahlen will, so wie ich ihn bisher kenne. Da hat Enz recht. Ich will ja hier niemanden
Misgender. Erstmal kennst du ja vielleicht jetzt gar keine Nummer. Ich habe so viele Sachen gemacht, auch als also auch mit Thomas Hermanns, mit so vielen Sachen, in unterschiedlichsten Sachen, Frauen, Männerkostümen und das Ganze drumherum. Ist der Pocher jetzt homophob? Ah, come on. Come on. Das wäre wirklich mega affig, das zu behaupten. Ich kenne, wie gesagt, nicht viel von ihm. Vor allem aus den letzten 10 Jahren nicht mehr, aber... Und ich sage dir wirklich, also die Punchline, wenn es irgendwann mit Köln zu tun hat oder so, die langweilen mich auch. Aber grundsätzlich zu sagen, es darf kein Gag über jemanden Homosexuelles oder geben, finde ich... Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe das ja eingeleitet. Habe ich ja nicht gesagt, nur von weißen Hetero-Cis-Männern gelesen. Ich habe angefangen. Ja, aber er entscheidet ja, ob er es gut findet oder nicht. Ja, das ist, ja ob er es gut findet, ja, okay, oder nicht, darf er ja entscheiden. Dann, ja, ich weiß, aber ich darf ja, das habt ihr doch beide vorhin gesagt. Aber ich darf ihn dann ja auch machen. Ganz kurz, dass ihr seinen Punkt macht, dass wir das besser verstehen können. Bitte mal ganz kurz nicht dazwischen reden. Also, in welcher, du, vielleicht machst du es an einem Beispiel klar. An welcher Situation oder in welcher Situation findest du es total legitim und total akzeptabel und vielleicht sogar lustig, wenn ein heterosexueller Mensch Schwulenwitze macht? Ja, gute Frage. In welcher Situation kann das... Das würde ich jetzt ganz klar beantworten können, natürlich, weil er ganz fair ist und nicht da in irgendeiner abgereisten Bubble drin, wo Realität, Logik und so weiter. Möglicherweise. Ja, wenn der Witz, wenn die Punchline sich einfach nicht auf irgendwelche super dummen Klischees bezieht, sondern wenn man sich damit befasst hat. Ich habe zum Beispiel vor kurzem von einem amerikanischen Comedian was gesehen. Auf Deutsch, jetzt lenkt er wieder ab, ich habe was gesehen, bla bla bla, jetzt kommt die große Ablenkerei. Auf Deutsch, Enz kann die Frage nicht beantworten. Oder will es nicht beantworten, weil er natürlich sagt, oder Enz natürlich sagt, es soll nicht passieren. Bitte nur ganz lieben, harmlosen Humor, also gar keinen Humor loslassen. Der hat Crowdwork gemacht, improvisiert, mit einem schwulen Pärchen dann. Und es lief daraus hinauf, dass die Witze über being in the closet, also coming out. Und es war so smart und er hat es improvisiert. Das ist ein heterosexueller Comedian. Auf Deutsch, es durfte nicht mehr lustig sein. Es darf kein versauter Kram oder irgendeine alberne Punchline oder irgendein Klischee drin sein. Und es war einfach gut, weil er hat sich nicht über die lustig gemacht, sondern mit denen über ein super wichtiges Thema, coming out, was heute immer noch so ein wichtiges Thema ist. Ja, total geiler Humor wahrscheinlich. Und das war einfach gut. Also es kommt auf die Art und Weise an. Ja, und was ist Thema? Und einfach. Vor allem, das war einfach gut, behauptet Enz jetzt. Auf Deutsch, jeder Normale, der sich das anguckt, sagt, what the fuck? Und das soll jetzt Comedy sein, oder was? Ich habe es nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Wenn man halt einfach nur denkt, ja, ich will mich nicht wiederholen. Aber es ist oft halt einfach so, es sind so simple Sachen wie, ja, Blowjobs und jeder mit jedem. Also dir geht es um die Verarbeitung billigster Klischees. Ja. Mhm. Was ist denn so schlimm daran? Kann man da clever verarbeiten auch? Guckt euch die alten Harald-Schmidt-Folgen auf YouTube an. Da geht's oft, da wird oft mit billigen Klischees gespielt, aber total clever. Kindergarten. Aber ganz ehrlich, die höre ich oft auch dann aus der Richtung. Du magst billige Klischees auch nicht. Ich glaube, da bist du sogar dabei. Du sagst ja auch, ich will eine gewisse Qualität und nicht die Witze, die unten auf dem Boden rumliegen, ja, aufgesammelt haben. Ja, natürlich, aber Klischees gehören dazu. Also man arbeitet sich immer an Klischees ab. Dann ist der subjektive Geschmack wieder von jedem Individuum die Messlatte für was man darf. Das stimmt auch wieder nicht. Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, und es gibt ja sogar Studien dazu, die sagen, wenn man Klischees immer wieder wiederholt, dann verfestigen sie sich auch. Oder brichst du sie auf? Also Humor hat ja die wunderschöne Eigenschaft, dass man sozusagen auch Klischees so sehr ins Lächerliche ziehen kann, dass man ihnen ihre Gültigkeit entzieht. Und darum glaube ich das nicht, dass man einfach sagt, wir perpetuieren diese Klischees. Das, was er jetzt gesagt hat, dass man die so aufbricht, dass dann ja, die Klischees so verwässert werden, das hatte ich eben mit dem Araber und Schachwitz, was ich eben genannt habe. Das sehe ich dann teilweise durchaus wirklich als gefährlich, wenn das ein reell existierender Missstand irgendwo auf der Welt ist. Ja, zum Beispiel, was ich auch nicht so gerne habe, sind Witze über Massentierhaltung und über die milliardenfache Abschlachtung von Tieren. Ja, gibt sicherlich auch gute und lustige Witze, wo man auch drüber lachen kann, aber ach, wenn derjenige dann so gar kein Verständnis dafür hat und so gar keinen Respekt generell für Tiere hat, dann finde ich das teilweise auch schwierig, aber da passiert ja auch was. Ja, da machst du jetzt nicht nur einen Joke, sondern da passiert ja im Hintergrund auch eine ganze Menge. Deshalb, ja, es gibt auch Witze, wo ich sagen würde, Klischees, die durchaus stimmen und auch ungesund sind, die sollte man vielleicht durch Witze auch nicht zu sehr verwässern. Und das ist ja so ein Vorwurf ständig von der linken Seite, den man den Humoristen vorwirft.
Aber ich glaube, man kann Klischees so sehr ins Lächerliche ziehen, dass die Leute das dann verstehen, okay, das ist das Bullshit. Man darf in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr viel sagen. Die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit sind weit. Auch wenn das ständig diskutiert und manchmal auch torpediert wird. Aber welcher Witz geht denn nicht? Also ich meine, wo hört denn der Spaß wirklich auf, juristisch? Genau, ne? Also wenn man jetzt über Satire spricht, und meistens geht es bei Comedy ja auch um Satire, ne? Da wird dann irgendeine Kritik, irgendein Aussagekern, irgendein Aussagegehalt transportiert. Da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es ein ganz gutes Beispiel von, ich glaube, 1987, wo das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass ein bayerischer Minister nicht als kopulierendes Schwein eben dort abgebildet sein darf mit anderen Schweinen und seinem Gesicht drauf, denn da geht es dann zu weit. Da hat man die Kunstfreiheit auf der einen Seite und das Persönlichkeitsrecht, mit dem ich mich ja täglich in der anwaltlichen Praxis aus die Menschenwürde, die Tierwürde vielleicht auch verletzt auseinandersetzen muss. Das muss man in Abwägung bringen. Ne? Und da, wo die Menschenwürde einfach angegriffen wird, ne? Und der Achtungsanspruch, der sich aus Artikel 1 Grundgesetz dann ergibt, wenn der quasi angegriffen wird, dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir hier eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Was hat denn diese Aussage gehalten? Man muss das satirische Gewand entkleiden, ne? Die Stilmittel wie Verzerrung, Übertreibung und so weiter. Und wenn das alles wegfällt, was ist denn eigentlich der Inhalt, der Aussagegehalt, der transportiert werden soll? Und wenn der einfach nur rein diffamierender Natur ist, das heißt sexualisiert, Intimsphäreverletzung, dann habe ich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung und dann habe ich, was Satire betrifft, zum Beispiel eben die Grenzen überschritten. Ne, Beäußerungen, das ist ähnlich. Wenn ich Tatsachenbehauptungen habe, Beispiel Böhmermann, der macht sein Satireformat und zum Beispiel über Finn Kliman und hat jetzt Äußerungen, wo er die Wahrheit nicht nachweisen kann und sehr ernst rübergebracht. Aber wenn da unwahre Tatsachenbehauptungen drin sind, weil natürlich sehr viele Nachweise von ihm gebracht werden, dann hat er eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, trotz der grundsätzlich möglicherweise zulässigen Satire. Das finde ich auch richtig, wenn es dann ernst wird und Tatsachenbehauptungen, die einfach nicht stimmen und das dann richtig Rufmord, Verleumdung oder wie es sich auch immer schimpft, ist. Und dann kann er sich rausreden mit, war doch nur Spaß, war doch nur Satire. Nee, sehe ich als öffentliche Person auch so. Da muss es irgendwo, muss es eine Grenze geben. Wenn aber natürlich einer offensichtlich einfach nur ein bisschen Pille-Palle-Joke macht, ist das was anderes. Natürlich können da dann aber auch keine ernsten Tatsachenbehauptungen wieder mit drin sein. Begangen. Es geht, glaube ich, darum, dass letztendlich rechtlich gibt es sowieso, wird auch fast nie geklagt. Es geht darum, was man machen kann oder nicht. Und der Klassiker ist ja heute, wenn man irgendwas nicht mag, dann zu sagen, also wenn ich jetzt einen Witz machen würde, von dem du dich jetzt angegriffen fühlst, dass du dann irgendwie auf Twitter sagst, ah, wirklich lustig, Oliver Pocher, was haltet ihr denn davon? @RTL, etwas weiß ich, bei wem du gerade bist oder so. Das ist der Klassiker, der heutzutage so passiert. Und dass man Leute auf diese Weise dann diskreditiert und sagt irgendwie, dass die dann nicht auftreten sollten oder dass man sagt, warum darf der denn jetzt noch auftreten? Ja, Cancel Culture, ja. Und darf der überhaupt in einer Mixed Show sein oder solche Sachen? Das ist das, was wir heute eher als Problem haben, als dass man wirklich rechtlich angegriffen wird, weil da läuft fast alles ins Niemandsland. Wurdest du schon mal angeklagt wegen eines Witzes? Angezeigt und angeklagt? Ja, es gibt schon Leute, die versucht haben über Persönlichkeitsrechte oder irgendwas, was man gehabt hat. Also da gibt es Leute, die es versucht haben. Im Regelfall gehen 90-95% dieser Dinger werden abgewiesen oder es ist ein langer Prozess oder es geht von der Recht haben und Recht bekommen ist heutzutage wirklich, also vor Gerichten habe ich wirklich sehr viel schon erlebt. Philipp. Ja. Ist ein bisschen ausgewichen. Ich weiß, ihr werdet euch in Teilen hier bei manchen Dingen nicht einig, aber vielleicht einfach fürs Gefühl nach vorne ist. Vielleicht gibt es ja auch gerade Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich fragen, was meint denn der eigentlich damit? Ich mache Comedy, die möglichst nicht verletzend daherkommt. Also wie machst du das? Was ist der Rahmen und wie bereitest du dich darauf vor? Wie passiert, was ist bei deiner Comedy-Bühne zum Beispiel? Gute Frage. Wie machst du Comedy, die nicht lustig ist? Ja, es gibt keine linksradikalen Comedians, die lustig sind. Wie willst du das hinkriegen? Wie willst du politisch korrekten Humor auf die Kette kriegen? Das klappt nur für Leute, die genauso drauf sind. Naja, wenn du die Frage so stellst, klingt es so, als ob das für mich krass viel Arbeit wäre, das vorzubereiten, zu schreiben. Offenbar gibt es ja hier so einen Dissens, dass man mal sagen kann, ja, wie machst du das? Ja, klar. Nee, ja. Also es klingt danach. Ich weiß auch, das ist nicht so meins, aber es ist halt, keine Ahnung, das ist vielleicht einfach mein moralischer Kompass, der mir gleich schon beim Schreiben auch zeigt, einfach, was ist falsch und was ist richtig, was kann man. Das legt Enz einfach so fest. Ja, hier haben wir die Instanz. Ja, frag Dr. Enz. Enz kann dir dann schon sagen, ob es lustig ist oder in Ordnung oder nicht. Ja, besser noch ein Bild mitschicken und einen Lebenslauf bezüglich, wie du gelesen werden willst und natürlich, was du für eine Hautfarbe hast. Kann man sagen und nicht. Also für mich ist es keine Arbeit. Ich schreibe nicht und denke so, ah nee, das kann ich nicht so sagen.
Nein, überhaupt nicht. Ist es dann noch lustig? Ist es dann noch lustig, ja. Ja, das ist halt wieder eine Geschmackssache. Vielleicht findest du halt Sachen von mir absolut nicht lustig, so, aber. Das ist ja durchaus okay. Du kannst ja versuchen, diesen Humor zu machen. Vielleicht findet das auch ein Publikum der Humorlosen sozusagen. Das ist ja durchaus okay. Aber dann soll nicht dauernd vorgeschrieben werden, was die anderen für Witze machen. Außer, wie gesagt, es ist wirklich so hart diffamierend, dass man auch sagen kann, das ist jetzt nicht mehr lustig, was soll das denn? So hart muss man nicht draufhauen, man muss es nicht so übertreiben. Da war jetzt leider kein konkretes Beispiel hier, wo ich sagen kann, ja, Pocher, da hast du es übertrieben. Muss man es denn so übertreiben? Oder ob ich dann sagen würde, ach, ist doch harmlos. Ist doch wirklich noch im Bereich des Humors. Kann man jetzt hier leider nicht zeigen. Ich habe halt mit meiner eigenen Show, mit meinem Format, was ich auf die Beine gestellt habe, was super erfolgreich läuft. Es geht mir darum, einen Safe Space für queere Menschen zu schaffen. Ja, vielleicht wirst du dann aber auch, Achtung, eine Pussy, und damit meine ich Katzen natürlich, wenn du immer nur in deinem Safe Space rumhängst oder überhaupt glaubst, dauernd einen Safe Space zu brauchen und so weiter und so fort. Und ja, natürlich gibt es auch Menschen, die schwule Menschen und so weiter hassen und angreifen. Kann, glaube ich, keiner verleugnen, der halbwegs rational ist. Einfach immer volles Haus und alle Leute sind super froh, dass es dieses Format gibt, dass es diese Bühne gibt, sowohl auf der Bühne als auch das Publikum, weil es das einfach vorher nicht gab. Weil was gab es nicht? Eine queere Bühne oder nicht wirklich vieles. Nicht mal in Berlin gab es irgendwie für queere Comedians, aber auch für queeres Publikum einen Ort, an dem sie sein konnten, ohne irgendwie... Ohne dauernd diese heterosexuellen Cis-Menschen. Die Angst haben, also im Comedy-Kontext verletzt zu werden. Angst, verletzt zu werden durch eine Comedy-Show. Ja, soweit sind wir schon. Das haben die Safe Spaces also gebracht, dass man schon Angst hat, durch eine Comedy-Show verletzt zu werden. Ja, und wäre doch durchaus okay. Irgendeiner reißt einen Witz über dich, bist du halt ein bisschen angepisst, bist ein bisschen verletzt. Lern das doch mal auszuhalten. Stirbst du auch nicht dran. Oder irgendwie, weiß ich nicht, ja, aber so sollte es auch sein. Aber das Ding ist ja, die Leute zum Beispiel diese Comedy konsumieren, das ist schön und gut. Aber das Ding ist ja, man will andere Bühnen verbieten. Und das Ding ist, du musst ja nicht hingehen, du musst es nicht konsumieren. Oh, ich gehe nicht zu dir nach Hause, trete die Tür ein und erzähle dir den Witz erzwungen. Das ist der Punkt. Lass kurz Philipp antworten. Man will bevormunden, man will verbieten. Ja. Gibt's wahrscheinlich jetzt alles nicht, Cancel Culture. Soll es nicht unser aller Ziel als KünstlerInnen sein? Als Comedians, was auch immer wir machen, dass wir Orte schaffen, an denen sich vielleicht alle wohlfühlen können. Ja, viel Spaß dabei. Nein, sollen sich doch nicht, es müssen sich doch nicht alle wohlfühlen. Es soll lustig sein. Und du kannst dich auch mal angepisst fühlen. Und jetzt kommt wieder Pocher mit dem Kinderkram. Ach, ich krieg schon Gänsehaut. Achtung. Ich hab mal Witz gemacht über einen Babyschuh auf dem Boden. Wenn wir dann so rumspringen. Ach, sowas hasse ich. Das ist, als ob die Kebekus oder wie sie heißt, also diesen Tonfall so drauf hat. Horror. Gänsehaut-Horror und nicht die gute Gänsehaut. Eine Frau irgendwie. Ich dachte, ist ganz lustig und ganz gut, der Pocher hier, wenn er ernst ist und dann ab und zu mal so eine Spitze raushaut, dann finde ich ihn ja durchaus erstaunlich lustig und erstaunlich gut. Jemand hat einen Babyschuh verloren, ich habe das in Instagram gepostet, einen Witz darüber gemacht, ich habe 2 Nachrichten bekommen. Ja, also das ist wirklich nicht lustig. Ja, da denke ich so, Hardcore-Narzisst. Denke ich, dann springt da rum. Ich hatte diese Situation auch schon. Also es gibt wirklich Beispiele, wo man einfach sagen muss, es wird sich immer jemand aufregen. Komm, mach noch mal einen Schritt nach vorne. Nee, sie wollte. Egal was, es wird immer jemand. Dann geht das Gegrapsche los. Ich habe 2 Punkte zu dem, um das auch abzurunden. Genau. Was ich aber schon finde, ist ja, wir sind ja eine Gesellschaft, die sich gerade rasant wandelt. Also wir haben in manchen Schulklassen Migrationsanteile von über 90% in den Großstädten. Also eine sehr rechtsradikale Aussage jetzt. Und dann muss man sich als Gesellschaft schon fragen, okay, wie wollen wir miteinander zusammenleben? Was finden wir okay jetzt, auch abseits des Strafbaren? Das ist aber perfekt, ne? Für mich, wie wollen wir miteinander umgehen? So, wen wollen wir zum Lachen bringen? Wollen wir alle zusammen lachen und so weiter? Und dann muss man sich Kritik auch gefallen lassen. Ich sage nicht, dass Verbote man sich gefallen lassen muss. Aber Kritik muss man sich gefallen lassen. Kerstin. Ich finde Kunst generell, die dazu dient, dass alles... Jetzt kommt sie, ist herrlich, die Frau. Sich wohlfühlen, das geht überhaupt, das wäre das Gegenteil von dem, was ich mache. Das ist das Gegenteil von Humor und das Gegenteil von Lockerheit und von Erwachsensein und von einem gesunden Selbstbewusstsein auch. Mal so, dann klemm ich.
auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Das hat unsere durchgeknallte Gesellschaft völlig verloren. Natürlich gibt es Humor, wo man sich wohlfühlt in der Gemeinschaft, weil die für die Gemeinschaft ist. Aber schon bei der Ironie oder bei der Satire und noch weiter raus ist es das Gegenteil der Fall. Es heißt ja nicht, dass man sich schlecht fühlt, sondern es ist eine völlig andere Funktionsweise. Und deswegen könnte ich mit dir in diesem Punkt überhaupt nicht mitgehen. Und ich sag auch... Diese Alt-Nazi-Braut, wie sie hier ihr rechtes Gedankengut im öffentlichen Fernsehen äußern darf. Das ist ein absoluter Skandal. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Diese faschistische Scheiße finde ich zum Kotzen. Wer sich in die Öffentlichkeit traut, auch als Influencer oder als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, das gilt für uns alle, der muss auch mit dem Gegenwind rechnen. Das ist heute leider so und nicht alle finden es gut. Jeder in der Öffentlichkeit, alle haben Instagram-Profile, alle haben TikTok-Profile. Ja. Deswegen würde ich das Argument halt so nicht gelten lassen. Weil doch, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, hast du natürlich auch das Recht, die Pflicht dich veralbern zu lassen. Ist gar nicht so verkehrt, wenn du nur Scheiße redest in der Öffentlichkeit, dass du dann auch veralbert wirst. Ist gar nicht so verkehrt, weil du ja sonst, bevor du was hochlädst oder bevor du was aufnimmst, hier gar nicht mal vielleicht drüber nachdenkst, ist es so sinnvoll, was ich hier vom Stapel lasse. Das ist schon okay, dass man in der Öffentlichkeit, wenn man auch zu viel Scheiße baut, auch ein bisschen veräppelt wird. Klar, kann dann kein Rufmord und so weiter passieren. Außer du bist wirklich ein Scammer, rippst da die Leute ab, dann ist das durchaus okay, dass das klar benannt wird und sich auch drüber lustig gemacht wird. Aber wenn du einfach nur in der Öffentlichkeit bist, machst nichts Schlimmes, verhältst dich dann wie ein Affe, dann ist das durchaus okay, wenn sich jemand drüber lustig macht. Einfach. Das ist durchaus ein Regulativ dann auch. Weil zu viele Menschen, die machen, was sie wollen. Musst du ja nicht online gehen. Ja, ich würde. Ja. Musst ja nicht online gehen, hat er recht. Es gibt trotzdem noch graduell Unterschiede zwischen verschiedenen Öffentlichkeiten. Bei der wie vielen Frage sind wir? Wir kommen jetzt in die Kompromissrunde hinein. Ich versuche mal, das, was ich aus der Diskussion rausgehört habe, ich weiß, da werden vielleicht auch nicht alle nach vorne gehen, aber ich habe das Gefühl, vielleicht erwischen wir heißt viele. Das, wir müssen wieder nach hinten gehen? Nein, ihr bleibt jetzt da, wo ihr seid. Ihr müsst die Grenze überschreiten hier. Also, grundsätzlich sind wir uns auch einig schon gewesen, ist Humor und Satire und Kunst frei. Potenziell darf man über... Die Frau ist Weltklasse, sie ist so ganz unbedarft unschuldig, so als hätte sie wirklich, als hätte sie einen Zeitsprung aus den späten 90ern hier in die Sendung gemacht und wäre auf einmal bei Idiocracy oder einer ziemlich durchgeknallten Alien-Gesellschaft gelandet. Alles und alle Witze machen. Bei marginalisierten Gruppen erfordert es aber ein gewisses Fingerspitzengefühl, wenn man diese Witze macht. Das wäre der Zusatz, den ich mache. Wenn ihr sagt, ja, diesen Satz stimme ich zu, geht den Schritt davon. Minimal vielleicht, minimal. Aber wenn du grundsätzlich ein guter Typ bist, nein, dann kannst du auch da ein bisschen auf die Pauke haben, wenn das wohlwollend gemeint ist. Warum nicht? Da ist die Grabscherei wieder. Bin ich nicht sicher, ob das dem Pocher so 100% recht war oder ob er auch gedacht hat, was ist denn hier los jetzt? Also auf jeden Fall. Da wird wieder hier rumgegrapscht. Achtung, die Analyse. Also auf jeden Fall, was man sagen kann, Team Gelb ist sehr eng. Zeigt das auch wie. Zusammengewachsen. Also rein äußerlich gesehen. Es war einfach, wir sind... Weil wir keine Antwort gefunden haben. Ja. Das ist doch super spannend. Wollt ihr mal anfangen? Ganz nahe. Ihr habt keine Antwort, aber... Ja, also gewisses Nähebedürfnis. Weiß ich nicht, ob ich da als Pocher so Lust drauf hätte, dass ich da so vereinnahmt werde. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch komisch aufgefallen ist oder ob das so ein homophobes Ding vielleicht vom Herrn Fram ist. Ja, da kommt die wahre Gesinnung, es kommt einfach, irgendwann kommt es einfach aus einem raus. Oh, jetzt zeigt er seinen wahren Charakter, habt ihr das gehört? Ihr seid euch sehr nahe gekommen. Ja. Ja. Wie kommen jetzt die anderen noch zu euch? Ich glaube, wir haben so ein bisschen gesagt, also er war... Wie gesagt. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen definiert, dass der Kontext sehr wichtig ist. Aha. Und dass auch, was man damit bezweckt, auch beachten muss. Aha. Dass es ja irgendeinen so einen Zweck haben muss. Also das ist jetzt bei mir vor allem so, ich glaube ja, bei dir auch. Einfach den Humor auch wir bewahren müssen, ja. Untereinander. Dass wir nicht über Humor sprechen, als sei es die gefährlichste, schlimmste, katastrophalste Sache, sondern dass... Ja, das kann doch auch verbinden. Aber ja, dafür muss da ein grundsätzliches Wohlwollen mit drin sein, das stimmt schon. Wir die Lockerheit bewahren sollten,
auch Unterschiede auszuhalten. Diese ewig gestrige extreme Frau. Was sagt ihr? Unser Vorschlag ist... Nee, was sagt ihr? Sagt ihr, finde ich gut, gehe ich vor? Oder sagt ihr, ist mir egal? Also ich gehe auf jeden Fall vor, wenn es darum geht, dass der Kontext wichtig ist. Mhm. Kontext und Humor bewahren beim richtig. Humor. Ja. Okay, was ist euer Vorschlag? Eigentlich haben wir gesagt, klar, grundsätzlich darf Humor alles, aber vor allem, wenn es um diskriminierte Gruppen geht, dann sollte man sich vorher schon ein bisschen auch selbstkritisch überlegen, was für Sprache verwende ich und was bezwecke ich damit. Also wenn ich einfach nur Humor, das als definiere, jemanden zu diskriminieren, sollte man vielleicht das nicht machen. Also insbesondere die Sprache, ne? Also ob man bewusst diskriminiert oder ob man sich zumindest Gedanken macht, wie man gerade bei Randgruppen eben die Sprache wählt. Ne? Der so. Ton macht die Musik. Genau. Das ist mir zu lang. Dann kann Diskriminierung verdammt lustig sein. Also. Naja, das ist zu beknackt. Ich finde, das ist... Also sagt ihr, nee. Das war wieder zu viel. Gehe ich nicht mit. Nee, mein Lieblingssatz... Nee, also... Nee, wenn es ich möchte sagen, mein Lieblingssatz ist, Humor darf alles, aber... Und dann kommt eine ganze Liste an Sachen, was es erfüllen muss. Ja. Ja, ja, ja. Also ich wünsche mir für die Zukunft der Debatte, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken abgelegt wird und dass man nicht mit dem Ego diskutiert, sondern auch versucht, die Gegenseite zu verstehen, weil dann findet man einen Konsens. Und das hat heute wunderbar funktioniert. Teilweise. Ich weiß, du hast eine sehr festgefahrene Meinung, aber es ist vielleicht ganz, ganz gut, wenn wir alle hin und wieder mal Sachen reflektieren, die wir vielleicht auch für 100% legitim und richtig halten. Ja, aber das sollen bitte natürlich immer nur die anderen machen, die so extrem weit rechts außen sind und nie die, die genau in der Mitte sind, auf Deutsch links außen. Uns aber trotzdem, vor allem wenn Menschen, die betroffen sind, sagen irgendwie, ja, das ist nicht so gut, dass man einfach, weiß nicht, reflektieren ist. Menschen, die betroffen sind, es gibt ja wie viele Schwule, die sagen, hier, Enz hat da völlig ein Rad ab. Zieh doch mal, ich bringe den Witz nicht nochmal. Warum machst du es denn nicht? Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Ein gutes Ding. Reflektieren ist immer gut. Deswegen bin ich zweimal verheiratet. Ihr seid ehrlicherweise in meinem... Ja, finde ich okay als Pocher, dass er sich den Scheiß auch nicht anhört. Finde ich durchaus okay. Man muss sich auch nicht jeden Scheiß geben von völlig wilden Leuten. Hm? In den Augen völlig überraschend, relativ weit vorne alle. Ich weiß nicht genau, ob das die Diskussion so widerspiegelt. Wir möchten näher dran sein. Aber im Ernst, ich freue mich darüber, weil bei allen Differenzen, die wir hier hatten auf dem Feld, gab dann doch einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten auch. Ja. Auch wenn euch das vielleicht teilweise gar nicht so aufgefallen ist. Hm. Aber so war es. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank. Das waren 13 Fragen zu den Grenzen des Humors. Dankeschön. Danke auch. Ich glaube, die Regel ist eigentlich ganz einfach. Du darfst Witze über fast alles und fast alle machen. Sei dabei einfach kein Arschloch. Ja, okay. Für die, die nicht nur humorvoller werden wollen, sondern auch lockerer, gelassener, charismatischer, besser mit Männern, besser mit Frauen, selbstbewusster, sich zur vollen Größe aufrichten und so weiter, kommt gerne zum Coaching. Links dazu sind unten in der Beschreibung und guckt euch gerne das hier eingeblendete Video an. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Subscribe, we'll see you.